Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert und ich greife eine Prüfungsfrage auf, nämlich hier wird gefragt nach Kriterien der Rechtsformwahl. Was muss also derjenige bedenken, der überlegt, in welche Rechtsform er geht, wenn er ein Unternehmen gründen möchte? Zunächst mal die Grundsatzfrage Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft. Was sind hier die Kriterien? Und zunächst einmal ist das Kriterium die Haftung. Geht er in eine Personengesellschaft oder geht er in eine Kapitalgesellschaft? Haftet er also privat mit seinem Privatvermögen oder haftet er nur mit seinem Gesellschaftsvermögen? Das wäre die Frage der Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft. Die Kapitalgesellschaft haftet nur mit dem Gesellschaftsvermögen. Dann die Frage der Publizität. Was muss er über seine Gesellschaft veröffentlichen? Und auch hier wieder gilt, die Personengesellschaft muss nicht veröffentlichen, es sei denn, es ist eine sehr, sehr große, was aber hier nicht der Fall ist bei der Konstellation der Fragestellung hier. Und die Kapitalgesellschaft muss veröffentlichen. Sie muss einreichen im Bundesanzeiger und das wird sogar im Internet veröffentlicht. Dann die nächste Frage ist die Frage der Gründungskosten. Ja, auch hier müssen wir unterscheiden. Jetzt gibt es diese 1-Euro-GmbH, die standardisiert zu gründen ist. Das heißt, die Gründung ist hier durchaus nicht mehr so teuer. Gleichwohl muss das bedacht werden. Dann ist es die Frage der Kapitalbeschaffung. Das ist ein wichtiges Kriterium. Wie viel Kapital brauche ich und wie kann ich es mir beschaffen? Und dann natürlich auch eine Frage der Steuern. Die Personengesellschaft zahlt in dem Sinne keine Steuern, sondern die Gesellschafter zahlen Einkommensteuer und die Kapitalgesellschaft zahlt Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer. Ja, also das ist hier der Unterschied. Einmal die Einkommensteuer bei der Personengesellschaft, das ist die Steuer der Gesellschafter und die Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer bei der Kapitalgesellschaft. Kapitalbeschaffung ist bei der Personengesellschaft sehr einfach. Bei der Kapitalgesellschaft, nun, da braucht man eben ein bisschen, aber auch nicht mehr so viel, weil es die 1-Euro-GmbH, die sogenannte Unternehmergesellschaft, gibt. Und hier sagte ich gerade schon, bei den Gründungskosten haben Sie bei der Personengesellschaft so gut wie keine, es sei denn, Sie müssen einen Gewerbeschein haben. Dann müssen Sie halt 20 oder 30 € investieren. Und für die Unternehmergesellschaft sind es halt standardisiert Kosten von irgendwo zwischen 150 und 200 € für die Kapitalgesellschaft. Ja, das sind Kriterien. Also wichtig ist nicht, sind nicht die Details, die ich gerade erläutert habe, sondern diese Kriterien. Haftung, was muss ich veröffentlichen? Wie sieht das aus mit den Gründungskosten? Wie problematisch ist die Kapitalbeschaffung und welche Steuern muss ich zahlen? Ja, vielleicht noch ein weiteres Kriterium wäre das Image der Gesellschaft im Sinne von Außenwirkung für die Zielgruppe und im Sinne von Kreditwürdigkeit. Ja, das war's. Schauen Sie unter spaßlerndenk-shop.de. Dort finden Sie Lernhilfen, leichteres und schnelleres Lernen. Mein Name ist Marius Ebert. Dankeschön. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.